Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Dan IT-Systems, IT-Lösungen nach Maß mit dem Gamer-PC i7 13700K mit RTX 4070 Ti für 3099 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut, also ich habe mein komplettes Büro gedreht, beziehungsweise das Interieur und jetzt sitze ich halt erstmal so rum, das mit dem Tisch da hinten in dem Hintergrund seht, das kommt dann noch, dass ich da die Kamera demnächst aufstelle, aber jetzt gerade ist es halt ein bisschen schwierig. Ich warte auch noch auf eine neue Kamera, dass wir ein bisschen an der Qualität rumschrauben können, dass ihr da zumindest schon mal Bescheid wisst. Den Systemintegrator hier an sich kenne ich nicht, das wurde mir vorgeschlagen im Discord und ich dachte mir, ich schaue mir den einfach mal an und habe mir dieses System einfach mal rausgepickt. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das ist das ganz normale Gehäusebild. Da ist nichts drin verbaut oder so. Das gefällt mir immer am besten. Entweder nur das Gehäusebild oder wirklich 1:1 das System, wie es auch angeboten wird. Hier ist das also soweit alles in Ordnung. Der Prozessor ist ein Intel Core i7 13700K. Der hat insgesamt 16 Kerne, 8 Performance und 8 Efficiency Kerne, beziehungsweise 24 Threads, 16 Performance Threads und 8 Efficiency Kerne. Für alle, die es noch nicht wissen, die Efficiency Kerne, diese 8 Stück, sind dafür zuständig, wenn ihr, was weiß ich, ein bisschen Multimedia macht oder kleinere Spiele spielt oder Office-Sachen, dass dann diese Performance Kerne sich eben nicht dazu schalten und ihr einen geringeren Stromverbrauch habt. Die schalten sich aber dazu, sofern ihr dann anfangt wirklich zu zocken und richtig aufwendige Spiele oder so spielt oder ihr wollt irgendwas rendern oder Bildbearbeitung, irgendwas in der Richtung, was wirklich prozessorlastig ist, dann schalten die sich dazu und die haben auch Hyper-Threading, deswegen kommt ihr da auf insgesamt 24 Threads. Dazu pfeift sich das Teil auch noch 125 Watt rein, kann aber im Turbo 253 Watt fressen. Wenn man den noch ein bisschen tritt und vielleicht auch sogar übertaktet, kann er sich auch 300 Watt genehmigen. Das ist schon ziemlich heftig, was der so an Abwärme dann auch produziert. Realistisch gesehen muss man wirklich sagen, beim Zocken 100, 150 Watt, das ist so die Richtung, die er geht. Sobald ihr dann anfangt, vielleicht Videobearbeitung zu machen, das ist bei mir zum Beispiel der Fall, dann haut er sich da auch locker 200 oder so rein, zumindest bei dem 13600K. Ansonsten unterstützt er offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Ihr könnt den auch mit 6000, 6400, 6800 betreiben, bei DDR5 ganz locker, das funktioniert, selbst bei dem 13600K, weil den habe ich bei mir auch quasi übertaktet. Ich habe 6000er RAM genommen und habt den auf 6800 geprügelt. Bei DDR4 könnt ihr den auch mit 4000 laufen lassen. Das funktioniert auch noch stabil. Allgemein muss man sagen, dass das schon ein sehr, sehr starker Prozessor ist. Danach kommt nur noch der 13900K bzw. KS und eigentlich fürs Zocken an sich ist der schon sehr, sehr stark. Ein 13.6er hätte gereicht, aber in der Preisklasse ist das in Ordnung. Und der kostet 438 Euro bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist eine Corsair IQ H115i Elite Capellix All-in-One Wasserkühlung. Und das ist jetzt so ein Ding. Ja, da sind so mehrere Punkte, die ich nicht verstehe. Also erstmal, eine 240er Wasserkühlung auf dem 13700er ist einfach mutig. Wenn ihr natürlich wirklich nur zockt, dann geht das. Oder ein bisschen Multimedia macht oder was. Aber wenn ihr dem Prozessor, sage ich mal, so 10 Minuten Vollstoff gebt, sei es Cinebench oder sei es wirklich ein Video rendern oder so, dann wird die Wasserkühlung damit zu kämpfen haben und sie wird sehr, sehr laut werden. Das Ding, das ballert, Alter. Heftig ist das laut. Ich halte jetzt mal gerade so 10 cm hier das Messgerät weg. Ich meine, ihr hört es sehr wahrscheinlich auch durchs Mikro. Da seid ihr so bei 54 Dezibel. Mal ganz davon ab, ist 165 Euro für eine 240er Wasserkühlung viel zu viel, in meinen Augen. Ihr bekommt halt eine gleichwertige 240er einfach für, sag ich mal, knappen Huni. Und die ist dann auch wirklich gut, hat auch schon RGB-Lüfter und so. Klar, ihr habt keine IQ-RGB-Steuerung, könnt aber ganz normal auch über das Mainboard das alles ansteuern. Und jetzt kommt noch so ein Punkt, das Gehäuse, da kommen wir gleich auch noch zu, bietet Plätze für 3x360er Radiatoren. Zum Beispiel, wenn ihr eine Custom-Wasserkühlung einbaut. Das hier ist jetzt eine 240er. Das bedeutet für euch, ihr habt jetzt, sagen wir mal, die verbauen die jetzt oben. Verbauen oben die 240er, habt aber Platz für 360. Das bedeutet, ihr habt auf dem Level die Wasserkühlung und auf einmal ein Level höher einen Lüfter, wo der Radiator aufhört. Sieht halt blöd aus.
Zumal hier die ML-Lüfter drauf sind und die auch ersetzt werden durch die LL-Lüfter. Aber diese Treppenstufe, die habt ihr halt trotzdem da drin. Und das sieht scheiße aus. Ich zeige euch das gleich nochmal bei dem Gehäuse. Also A, finde ich die ein bisschen zu klein für diesen Prozessor. B, ist die Schweine teuer. Und C, passt es nicht zum Case. Ansonsten ist die qualitativ in Ordnung. Aber ich hätte mir, wie gesagt, locker eine 360er gewünscht. Und die kostet 165,19 € bei Paraninos über Amazon Marketplace beziehungsweise bei Galaxus 166,63 €. Das Mainboard ist ein ASRock Z690 Extreme Intel Z690. Hier haben wir jetzt den Z690-Chipsatz, der grundsätzlich erstmal für die 12.000er-Generation von Intel entwickelt wurde. Ihr könnt darauf aber die 13.000er betreiben, sofern ihr ein BIOS-Update macht. Das wird hier natürlich vorgenommen. Bevor die das System bauen, machen die ein BIOS-Update. Ob sie das jetzt irgendwie über den Flashback-Button machen, über einen alten Prozessor, wie auch immer, ist mir völlig egal. Das System kommt funktionsfähig zu euch nach Hause. Es ist nur wichtig für die, die selber bauen. Wenn ihr Z690-Board kauft, müsst ihr erst ein BIOS-Update machen, bevor die 13.000er-Generation von Intel darauf läuft. Ansonsten haben wir hier ein bisschen RGB-Beleuchtung, gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden, hier unten kann noch eine SSD verbaut werden, hier drunter auch nochmal. Dann habt ihr hier den Grafikkartenanschluss, hier haben sie auch ordentlich Platz gelassen. Die Erweiterungsslots für Capture Card und so weiter sind hier weiter unten, weil hier halt die Grafikkarte diesen Bereich sowieso überdeckt. Dazu bekommen wir noch 7.1 mit Toslink, 2 Netzwerkanschlüsse. Jetzt fragt ihr euch warum, ihr könnt unter anderem den einen Netzwerkanschluss nutzen für Internet und den zweiten zum Beispiel irgendwie für ein Home-Netzwerk, dass ihr da vielleicht Festplatten einbindet oder so. Dann habt ihr noch 4x USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C ist mit dabei. Onboard-Grafik bitte nicht verwenden, ihr habt sowieso eine Grafikkarte in diesem System. Und hier ist dieser BIOS-Flashback-Button. Darüber könnte man dann, wenn man einen USB-Stick anschließt mit dem aktuellen BIOS, einfach das BIOS aktualisieren, ohne einen Prozessor verwenden zu müssen. Und einen PS2-Anschluss haben wir auch noch. Ja, werdet ihr sowieso nicht benutzen, weil das halt eher so eine Office-Angelegenheit ist. Da werden dann alte Mäuse und Tastaturen drin angeschlossen. Oder beim Overclocken wird dieser Anschluss gerne genommen, weil der einfach stabiler ist als so ein USB-Controller. Das ist ein grundsolides Board. Das kann man machen. Full ATX auch, hat ein schönes Design in meinen Augen. Ist immer Geschmackssache, aber finde ich okay. Kann man machen. Und das kostet 246,51 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB Corsair Vengeance RGB Pro SL Schwarz DDR4 3600 MTS CL18 Dual Kit. Also grundsätzlich muss man sagen, 32 GB sind in Ordnung. 3600 MTS sind auch okay. Ist über der Spezifikation von Intel, wird dementsprechend auch ein Ticken schneller laufen. Ist jetzt nicht viel, aber ist nice, dass es drin ist. DDR4 allerdings bei einem System von über 3000 €. Finde ich ein bisschen schade. Man hat jetzt aktuell nicht die Mega-Vorteile von DDR5, ja. Aber man will ja auch für die Zukunft so ein bisschen gewappnet sein. Und DDR4 läuft halt quasi so langsam aus. Das sieht man unter anderem auch an den Preisen. Ich wünsche mir persönlich bei einem 3000-Euro-System DDR5. Ist jetzt auch nicht so mega kostspielig. Wenn ihr ein Mainboard nehmt und den RAM mit DDR5, bezahlt ihr bummelig vielleicht 200 € mehr, wenn überhaupt. Es ist jetzt grundsätzlich nicht schlecht, ich hätte es mir anders vorgestellt. Wenn ich ein System mache ab 3000 €, wie gesagt, mache ich DDR5 rein. Das ist es halt. Ansonsten ist nichts dran auszusetzen an der Konstellation, wie es jetzt gerade ist. Jetzt haben wir noch RGB-Beleuchtung da drin. Ja, okay. Zukunftstauglich ist halt anders. Und er kostet 98,89 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB MSI GeForce RTX 4070 Ti Supreme SE. Also erstmal vorweg, das muss ich denen lassen, man weiß, was man bekommt. Bei den meisten Systemintegratoren steht dann einfach beliebiger Hersteller, man weiß nicht genau, welches Design man bekommt. Man bekommt in dem Fall jetzt diese hier. Ist meistens auch gehopst wie gesprungen. Ist es jetzt eine OC-Variante, hat die 3-4% mehr Leistung, ja von mir aus, aber die tun sich alle nicht sonderlich viel. Die haben wir auch selber im Haushalt. Kommt damit jetzt bitte nicht auf die Idee, irgendwie Hogwarts Legacy auf 4K Ultra zu spielen. Das funktioniert nicht, habe ich schon getestet, ist kacke. Für WQAD und 4K Gaming geht die, ja, in den meisten Titeln. Aber es gibt halt so Ausreißer wie eben Hogwarts Legacy. Da ist die dann doch noch ein bisschen zu schwach. Liegt unter anderem auch an den 12 GB VRAM. Hogwarts Legacy knallt sich einfach 11,5 schon mal rein. Also von daher. Aber für die meisten Titel, je nachdem, welche Detailstufen ihr da anpasst, reicht die erstmal aus. Jetzt haben wir hier allerdings ein Problem. Die war hier im Durchschnitt immer so bei 999 €, dann war sie hier mal bei 1029 € und jetzt in der letzten Zeit ist die ein bisschen gestiegen aufgrund der Verfügbarkeit. Hier dachte sich wahrscheinlich der letzte Händler, yo, ich knall das Ding auf knapp 1200 hoch. Ich rechne in der Liste später mit bummelig 1000 €. Liegt unter anderem auch daran, dass ihr grundsätzlich eine 4070 Ti für 900 bis 1000 € bekommt. Hier haben wir auch einen Ausreißer, aber der ist auch schlecht verfügbar. Ihr seht, 899, 899, 915. Ich rechne mit 1000. Einfach, weil es die Supreme ist, okay? Den FPS-Test dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Speicher, 2 TB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCI Express 3.0 SSD.
Also grundsätzlich immerhin schon mal 2 Terabyte. Es gibt viele Systemintegratoren, die selbst bei 3000 Euro Systemen immer noch 1 Terabyte oder so reinschmeißen. Ich finde das immer ein bisschen wenig. 2 Terabyte finde ich okay, ja. Ich persönlich würde mir wahrscheinlich 4 einbauen, 2x2, auch für Datensicherung und ähnliches. Ansonsten ist das hier eine PCI Express 3.0 SSD mit 3500 MB die Sekunde lesen und 3300 MB die Sekunde schreiben. Die ist okay. Kann man machen. Es gibt günstigere auf dem Markt, es gibt auch teurere auf dem Markt, je nachdem, welche Qualitätsstufen ihr da wollt. Ihr seht auch hier, wir haben jetzt TLC-Speicher, es gibt auch welche mit QLC, die sind dann wieder ein bisschen günstiger. Da gehe ich auch in diesem Video jetzt nicht sonderlich drauf ein, weil das wird den Rahmen sprengen. Für den normalen Gamer reicht das. Ist auch okay von der Geschwindigkeit. Und die kostet 139,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 1000 Watt Be Quiet Straight Power 11 Modular 80 Plus Gold. Grundsätzlich 1000 Watt ist ordentlich, braucht man theoretisch gar nicht. 850 Watt hätten auch gereicht, aber 1000 Watt, nice to have, zukunftssicher, okay. Was nicht zukunftssicher ist, wir haben hier ein RTX 2.4 Netzteil. Das bedeutet für euch, die Grafikkarte wird über diesen dämlichen Adapter angeschlossen, sieht kacke aus. Ihr habt quasi 2 Kabel, die hinten aus dem Gehäuse kommen, die werden dann zu einem zusammengeführt und gehen in die 4070 Ti. Jetzt gab es in der Vergangenheit ein paar Problematiken, dass da einige Kabel abgefackelt sind, war aber auch irgendwie ein User-Fail, weil die Leute das irgendwie so halbherzig dran gesteckt hatten und solche Geschichten, egal. Optisch gesehen ist es halt so ein Thema. Ich hätte mir wirklich schon RTX 3.0 Netzteil gewünscht, die gibt es auch von Be Quiet, auch in der Straight Power Serie, von daher, Ansonsten haben wir 5 Jahre Garantie, 80 plus Gold Zertifizierung und eben die Vollmodularität. Das heißt, die Kabel, die nicht benötigt werden, werden weggelassen, werden euch sehr wahrscheinlich mitgeliefert, wenn ihr irgendwie hinterher noch HDDs oder so reinschmeißen wollt, dass ihr die Kabel auf jeden Fall mit dabei habt. Grundsätzlich nicht schlecht, RTX 3.0 wäre besser gewesen. Und das kostet 179,68 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Lianli PCO11 Dynamic mit Sichtfenster MIDI Tower Schwarz. Das ist schon ausgelutscht. Haben die meisten Streamer und Gamer irgendwo stehen. Ihr seht dann diese ganzen leuchtenden Lüfter. Hier ist das auch der Fall. Hier werden 9 Lüfter eingebaut. Kommen wir gleich noch zu. Technisch gesehen ist es ein gutes Case. Hat guten Airflow, hat gutes Kabelmanagement. Sieht schick aus, in meinen Augen. Sehr viel Glas. Macht man auf jeden Fall nichts mit verkehrt. Ihr habt auch dementsprechend Platz in diesem Gehäuse. Ihr könnt die aktuellen Grafikkarten alle da reinschmeißen. Das passt schon. Und das kostet 153,97 € bei eBay über SnowGuard. Kommen wir zu den Lüftern. 9x Corsair LL Series LL 120 RGB Dreierpack. Jetzt darf man sich hier nicht verlesen. 9x ein Dreierpack ist da nicht drin. Das sind insgesamt 9 Lüfter. Das sind dann diese hier. Optisch natürlich nice to have. Ihr könnt jetzt in dem Fall den Pumpenkopf der Wasserkühlung, diese Lüfter und den RAM alles mit Corsair IQ steuern. Ich finde 91 € für 3 Luffys schon teuer, auch wenn die Steuerung mit dabei ist. Nichtsdestotrotz optisch was Feines. Wenn dieses Thema mit der Wasserkühlung nicht wäre, ich habe es euch ja eben schon erklärt, oben kommt die 240er rein und dann habt ihr auf einmal einen Absatz und da klebt dann auf einmal so ein LL-Lüfter. Finde ich dann optisch nicht mehr ganz so optimal. Ansonsten ist das Case dann natürlich voll bestückt. 3 unten, 3 an der Seite, die 3 Stück oben mit der Wasserkühlung zusammen. Was die jetzt allerdings mit den ML-Lüftern machen, die auf der Wasserkühlung waren, weiß ich nicht. Ob die euch mitgeliefert werden, ob sie die behalten, woanders verkaufen, kein Plan. Und die kosten 91,26 € bei Galaxus. Das Betriebssystem ist Windows 11 Home. Ja, das sollte man auf jeden Fall schon machen. Windows 10 wäre jetzt nicht so optimal gewesen wegen diesen Performance- und Efficiency-Cores von Intel, wegen dem 13700er. Windows 11, brauche ich jetzt nicht viel zu sagen, ist okay. Und das kostet 68,90 € bei MySoftware. Ansonsten, Verfügbarkeit ist vorrätig, Lieferzeit 5 bis 9 Werktage, das passt soweit. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, wo wir gleich 1000 € für veranschlagen werden, das Mainboard, die Lüfterpakete, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1764,81 € plus die 1000 €. Dann sind wir bei 2764,81 €. Und das Teil kostet 3099 €. Das ist jetzt nicht die mega Abzocke. Man hat auch viel Arbeit mit so einem System. Wenn ihr da 9 Lüfter einbauen müsst mit dieser ganzen Verkabelung, der Steuerung und so weiter, das verstehe ich alles, ja. Es hätte ein bisschen billiger sein können oder vielleicht ein bisschen mehr Speicher, so SSD-mäßig. Das wäre ganz cool gewesen, aber ja, es ist jetzt nicht die mega Abzocke. Was mich jetzt persönlich einfach stört, auf einem 13700K eine 240er Wasserkühlung zu klemmen, ist ja, mutig. Gerade weil es ein K-Prozessor ist, das Mainboard auch zum Übertakten einlädt mit dem Z690-Chipsatz. Der kann sich dann seine 300 Watt genehmigen, wenn er das möchte. Dazu jetzt halt noch diese Geschichte mit dem Netzteil, dass das kein RTX 3.0 Standard ist, gerade wegen der 4070 Ti, die da drin ist.
Und dieser optische Punkt, dass die Wasserkühlung versetzt ist mit den Lüftern. Je nachdem, wo man die einbaut. Also dieser Versatz wird definitiv drin sein. Kann auch sein, dass ihr die Wasserkühlung an der Seite reinpacken. Dann habt ihr unten vielleicht einen versetzten Lüfter. Ich weiß es nicht. Also es wird auf jeden Fall soweit funktionieren. Beim Zocken auf jeden Fall. Da wird auch die Wasserkühlung reichen. Ihr könnt das System auch ganz normal bestellen. Es ist, wie gesagt, nicht die mega Abzocke. Es kommt immer darauf an, wo die Grafikkarte gerade preislich liegt. Man bekommt natürlich günstigere. Wenn wir jetzt mit 900 Euro gerechnet hätten, hätte ich schon gesagt, boah, schwierig, aber es gibt halt Verbesserungspunkte. Das möchte ich damit sagen. Das soll überhaupt kein Bashing oder Hate oder so sein. Es ist einfach nur Kritik an dem System an sich. Und ich finde, ja, das, was ich gesagt habe, das trifft auch irgendwo zu. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.